Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid richtig hier auf Optionsstrategien, der Kanal für den Optionshandel hier auf YouTube. Heute ein aktuelles Thema, nämlich was macht man eigentlich, wenn Firmen übernommen werden? Kann man da als Optionshändler noch etwas machen? Gibt es da vielleicht sogar eine risikolose Gewinnmöglichkeit? Das alles jetzt im Video. Ihr habt es vielleicht gelesen gestern in der Presse beziehungsweise dann auch heute Morgen im Chart gesehen. Es gibt eine neue Übernahme auf dem deutschen Aktienmarkt und zwar Kuga, ein Hersteller von Roboterteilen. Also wird ganz viel in der Automobiltechnik eingesetzt. Die beliefern unter anderem auch Tesla in den USA. Diese Firma, die sich schon zuletzt in einem sehr, sehr schönen Aufwärtstrend befand, ihr könnt das hier am Chart sehen, hat jetzt ein Übernahmeangebot bekommen und zwar ein Aktionär, ein chinesischer Aktionär, also eine große Beteiligungsgesellschaft, die mittlerweile oder die schon an dieser Firma beteiligt ist, die hat jetzt bekannt gegeben, dass sie einen 30%igen Anteil an Kuga übernehmen möchte und damit sie das machen können, haben sie ein Angebot abgegeben, was 30% über dem aktuellen Börsenpreis ist. Und wenn ihr euch mal hier diesen Intraday-Chart anschaut, dann seht ihr, wie dann heute früh die Kuga-Aktie nach oben geschnellt ist. Gestern, als so kurz vor Börsenschluss die ersten Gerüchte darüber aufkamen, dann ging die Aktie schon von 84 deutlich über 90 nach oben. Und dann heute früh, als es dann wirklich klar war, dass also die Chinesen über 30% Aufschlag zahlen wollen, explodierte die Aktie und ging um ungefähr 35% nach oben. So, kann man jetzt als Optionsverkäufer an so einer Stelle noch etwas tun? Das Naheliegendste wäre ja, dass man sagt, kann man denn da nicht vielleicht noch Puts verkaufen? Und genau das ist es, was wir heute noch versuchen werden. Ich kann es noch nicht sagen, ob es klappen wird, weil die Börsen, wir nehmen jetzt das Video hier ganz zeitig am Morgen auf, also die Börse hat noch nicht geöffnet, ist der vorbörsliche Handel, den wir jetzt hier noch sehen, die Optionsbörsen an der Eurex sind noch zu und wir werden natürlich versuchen, hier unterhalb des aktuellen Preises noch Short Puts zu handeln, das heißt Puts zu verkaufen. Wird das jetzt ein risikoloser Trade? Nun ja, als allererstes mal müssen wir schauen, ob es überhaupt ein Trade wird. Denn eins ist ja ganz klar, wenn jetzt diese Aktie nach oben geht, und zwar aufgrund dieses Übernahmeangebotes, dann passiert natürlich eins, dass die Volatilität enorm in sich zusammenfällt. Weil wer möchte denn an der Stelle jetzt noch Puts, also Optionen gegen fallende Preise haben? Und das wird natürlich dazu führen, dass diese Optionen, die ja teilweise gestern noch deutlich im Geld waren, also wenn wir jetzt sehen, die Aktie ist deutlich über 110 und wird jetzt dann irgendwo der 100er Put beispielsweise, war gestern noch tief im Geld, wird jetzt out of the money sein, der wird natürlich jetzt in sich zusammenfallen. Sollte uns aber gelingen, dass wir hier vielleicht noch ein paar Dollar oder Euros besser gesagt bekommen können, dann werden wir das natürlich versuchen. Das heißt also, das wäre eine Strategie, dass man hergeht und sagt, wir versuchen einfach mal unterhalb dieses Preises. Und da muss man jetzt auch gar nicht schauen, bei welchem Delta oder so, sondern dass man einfach sagt, es gibt ein offizielles Übernahmeangebot, zum Beispiel jetzt hier in dem Fall von 110, dass man dann versucht, unterhalb dieses Preises noch etwas zu schreiben. Weil wenn man hier jetzt beispielsweise bei 100, es gibt bei Kuga leider nur 100er, 110er, 120er Strikes, wenn man bei 100 oder bei 110 hier noch etwas bekommen würde, wir wissen das noch nicht genau, dann wäre das natürlich ein guter Trade, den man machen könnte. Die Leser unseres Optionsbriefes, die haben letztes Jahr so einen Trade mit uns gemeinsam machen können. Und zwar zeige ich euch mal einen anderen Chart. Und zwar ist das dieser hier von PCP, Precision Car Parts. Das ist eine Firma aus den USA. Und das war im letzten Jahr die größte Übernahme, die Warren Buffett mit seiner Berkshire Hathaway Holding jemals getätigt hat. Das ist ein Hersteller von Flugzeugteilen beispielsweise. Und Buffett hat eben hier ein Übernahmeangebot gemacht. Auch das war ungefähr 30-35% über dem aktuellen Preis. Und hier gab es aber eine ganz interessante Situation, nämlich
Er hat damals gesagt, er wollte die Aktie für 235 übernehmen und die Aktie ist dann nach oben geschossen natürlich, aber eben nicht genau auf diesen Preis, sondern noch etwas darunter. Ich glaube, bei 230 war die dann etwa und wir haben dann bei 230 auch Puts schreiben können. Es hat dann ein paar Monate gedauert, bis sie letztendlich übernommen wurde, aber das waren ein paar hundert Dollar relativ risikoloses Geld, weil wir davon ausgehen konnten, dass Warren Buffett das natürlich wirklich übernimmt, dass er also diese Aktie am Ende dann für 235 Dollar pro Stück übernehmen wird. Und wenn du natürlich einen 230er Put geschrieben hast, dann wird der eben wertlos verfallen. Und genau das ist jetzt die Strategie, die wir hier versuchen, auch mit Kuga umzusetzen. Wie gesagt, wir wissen nicht, ob es funktioniert. Das Ding ist einfach das, es kann einfach sein, wir bekommen nichts mehr, dass die Optionen quasi schon tot sind, dass sie nur noch wenige Cent kosten, wenn überhaupt noch Bid- und Ask-Preise gestellt werden. Ist das nun aber eine risikolose Strategie? Und das ist es definitiv nicht. Denn wo Licht ist, da ist auch immer Schatten. Und deswegen muss man bei diesen Übernahmen oder bei diesen Übernahmegerüchten immer sehr, sehr genau hinschauen. Wir haben hier mal noch ein anderes Beispiel, was ich euch zeige. Und zwar ist das auch eine Aktie, die wir im letzten Jahr bzw. deren Optionen wir gehandelt haben. Ebenfalls wieder ein deutscher Wert und zwar Kali und Salz. Und ihr seht es hier mit einem roten Pfeil gekennzeichnet. Auch bei Kali und Salz gab es im letzten Jahr ein Übernahmegerücht, ein Angebot einer, ich glaube, kanadischen Firma, die gesagt hat, wir möchten Kali und Salz übernehmen, auch mit einem entsprechenden Aufschlag. Der Unterschied war allerdings hier, dass man nicht genau gesagt hat, zu welchem Preis man übernehmen möchte. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Das Management hat also jetzt im Gegensatz bei Kuga ist es so, dass ein bestehender Aktionär einen größeren Anteil haben möchte. Das heißt, die möchten 30% nehmen. Bei Kali und Salz war es damals so, dass quasi ein Mitbewerber gesagt hat, wir wollen euch übernehmen. Und das Management von Kali und Salz hat gesagt, na, wir wollen das aber gar nicht. Wir wollen uns gar nicht übernehmen lassen. Und ihr seht es hier im Chart, der Preis schoss nach oben, blieb dann ein paar Wochen oben und fiel allerdings dann wieder zusammen, als sich diese ganze Übernahmegeschichte, das war der Hund, als sich diese ganze Übernahmegeschichte dann so herausgestellt hat, dass es eben nicht zustande kommt. Und das ist natürlich auch das Risiko. Das heißt also, wenn so ein Gerücht aufkommt, schießt die Börse den Preis erst einmal nach oben? Na klar, weil jeder ja versucht, noch schnell reinzukommen, um auch noch ein paar Euro mit zu verdienen. Und wenn sich dann allerdings herausstellt, dass es eben nicht zu einer Übernahme kommt oder dass das Angebot nicht nachgebessert wird, dann fallen die Preise aber auch relativ schnell wieder auf das vorhergehende Niveau und wie im Falle von Kali und Salz sogar darunter zurück, weil natürlich alle, die dieses Momentum genutzt haben, um in die Aktie reinzugehen, dann sagen, okay, keine Übernahme, warum soll ich in der Aktie bleiben? Und sie verkaufen wieder. Und da müsst ihr natürlich aufpassen, wenn ihr dann auf so etwas Optionen geschrieben habt, dass dann nicht Folgendes passiert, nämlich, dass ihr dann nicht quasi eine Option, die am Anfang aus dem Geld ist, plötzlich tief ins Geld läuft. Das heißt, ihr müsst bei diesen Dingen vorsichtig sein. In der Regel hält sich so ein Gerücht doch einige Tage und Wochen, bis es dann wieder nach unten geht. Oder wenn es wie im Falle von Berkshire Hathaway war bei PCP, oder eben jetzt bei Kuga, wenn es wirklich ein ganz konkretes Angebot gibt und entweder der Übernehmende, PCP, gesagt hat, jawohl, wir machen mit. Oder aber wenn es wie bei Kuga nur um einen Teil, eine Teilübernahme geht, dass man also einen Aktionär sagt, ich will einfach nur 30% haben und er die Aktien eben nicht am Markt zusammenkauft, sondern quasi den Altaktionären ein Angebot macht. Dann kann man auch relativ sicher, auch aufgrund der Prämienhöhe, die er hier bezahlt, kann man relativ sicher sein, dass diese Übernahme stattfinden wird. So, wie bei allem gilt natürlich, achtet auf euer Money Management. Das heißt, nicht in so einen Trade das ganze Geld reinstecken, weil das wird in 99% der Fälle gut gehen, vielleicht wird es sogar in 100% der Fälle gut gehen, aber vielleicht kommt doch einmal der Fall, wo es nicht gut geht und dann habt ihr natürlich, wenn ihr euer ganzes Geld in einem Trade steckt, riesengroßes Problem. Deswegen, nutzt solche Gelegenheiten, wenn ihr sie seht, also immer, wenn ihr jetzt hört, irgendwie
Übernahme, da will der eine den anderen übernehmen. Schaut euch die Aktien an, wer soll übernommen werden? Schießen diese Aktien nach oben? Kann man da vielleicht noch Puts verkaufen? Falls ja, macht das mit einer normalen, ordentlichen Positionsgröße. Beobachtet diese Trades. Wie gesagt, das ist ein bisschen was anderes als das klassische Put-Verkaufen, aber es ist für einen Optionsverkäufer sehr, sehr, sehr häufig eine relativ sichere Bank, wo er einfach ein paar Dollar, paar Euros extra verdienen kann. Das war heute mal ein ganz aktuelles Beispiel. Schreibt mir mal eure Erfahrung. Habt ihr sowas schon mal mitgehandelt? Wart ihr vielleicht damals bei der PCB dabei? Wart ihr bei Kali und Salz dabei? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Falls ja, schreibt mir das bitte alles in die Kommentare. Und falls ihr immer noch kein Abonnent dieses Kanals seid, es ist mittlerweile der größte Kanal hier im Bereich börsengelistete Optionen, dann abonniert ihn, damit wir die 3000er Marke schaffen. Also dann, ich freue mich auf euch, auf die nächsten Videos, auf eure Kommentare. Bis dahin, Servus, macht's gut, bye bye.